Hallo Freunde, heute ist der 5. April 2022. Wir haben einen schönen, ruhigen, sonnigen Tag gehabt in Odessa. Bis auf ein paar Fliegenalarme ist alles in Ordnung gewesen. Wir haben natürlich ein Riesenthema in all den Medien, ist Bucha. Ich kann das gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Das ist für mich unvorstellbar. Sind so viele Widersprüche in der Berichterstattung auf beiden Seiten. Ich versuche einfach die Wahrheit zu finden. Deswegen, ich habe jetzt die Möglichkeit, über eine Bekannte von mir ist eine Kollegin in Bucha gewesen und sie ist seit gestern wieder per Telefon erreichbar und ich bemühe mich morgen, den Kontakt herzustellen und falls diese Frau ansprechbar ist und die Bereitschaft hat, mir 3 oder 5 Minuten Zeit zu widmen, werde ich sie anrufen und will mit ihr persönlich sprechen. Meine Quelle ist real. Meine Quelle ist wirklich ein Mensch, wie ich es bin. Also und meine Bekannte macht das hundertprozentig vertrauenswürdig. So, ich bin wirklich. Diese Fake News sind einfach zerstörerisch, weil das Ziel ist einfach komplett, Leute an der Nase herumzuführen. Und ihr seht ja auch, es gibt Proteste für Russland, für die Ukraine, auch in Deutschland oder auch in den USA, in den anderen Ländern. Das ist klar, ist das eine Darstellung der Demokratie. Und ich muss euch sagen, wenn man bombardiert wird und wenn man morgens aufwacht mit Explosionen, dann ist freie Meinungsäußerung nicht immer das goldene Lösungsmittel. Versteht ihr? Das heißt, die Wahrheit ist wichtig. Ja, die Wahrheit ist wichtig für mich. Und deswegen versuche ich das morgen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand bewusst sowas macht. Fakt ist einfach, diese Menschen sind tot. Es ist letztendlich egal jetzt, welche Art Medien darüber berichten, dass es jetzt passiert. Und diese Leben bekommt man nicht wieder. Und das ist das Traurige. Wie ich oft im Leben weiß, findet man die Wahrheit super selten, tatsächlich. Aber morgen bemühe ich mich zumindest, diesen Kontakt herzustellen. Das so viel dazu. So, das ist ein Teil von dem, was ich erzählen wollte. Also bei uns ist ruhig, im Land nicht. Nummer eins. Nummer zwei, immer noch Riesenschlangen bei den Tankstellen. Die Politiker hier vor Ort versuchen zu beruhigen. Nichts passiert, aber Leute glauben denen nicht. Also Chaos. Ein wenig, mal wieder. Was noch? Von einem Kumpel von mir, die Ehefrau und der Sohn sind geflüchtet von hier aus über Polen nach Mönchengladbach sind die mittlerweile gekommen, waren in Gießen, in einem Flüchtlingslager. Ich habe das ein bisschen alles mitverfolgt, habe sie ein bisschen finanziell und sagen wir moralisch auch mit unterstützt und habe jetzt sie mehr oder weniger unterstützt auch bei der Suche oder beim Kontakt mit Laura, die einen super Job macht, by the way, aus Niederkrüchten, wo wir dann abgesprochen haben, wann sie kommen, wann sie nicht kommen. Und das ist jetzt seit dem 30. März sind die dort und haben mir ein paar Videos auch geschickt. Jetzt ist, glaube ich, auch der passende Augenblick, dass ich diese Videos mit ihrer Erlaubnis auch mitschicke. Diese Menschen sind sehr dankbar für die Unterstützung und für die Möglichkeit, in Deutschland zu bleiben. Und ich bin auch dankbar dafür, für uns alle und für unsere Bemühungen. Wir sind alle Brüder auf dieser Welt und wir müssen uns gegenseitig helfen, egal welche Farbe, welche Religion. Das ist meine persönliche Meinung. Welche Nationalität und so weiter. Es ist wichtig, was du für ein Mensch bist und nicht, wie du aussiehst oder wo du herkommst. So, und diese Menschen sind jetzt natürlich von ihren Familien getrennt. Männer sind hier, Frauen sind weg, Kinder sind da und vermissen Väter und es ist so, wie es ist, ja. Aber das wollte ich auch in das Video mit aufnehmen. Ich hoffe, dass euch das auch
bisschen mehr Eindrücke gibt, weil das ist wiederum das, was ich jetzt auch morgen mit der Frau machen will. Die Menschen kenne ich, ja, und das ist hundertprozentig real, no fake, ja. Das ist meine Bemühung. Ich bin, wie gesagt, kein Reporter, und wenn ich auch morgen mit dir telefonieren werde, ich hoffe, dass es klappt, dann habe ich keine Wertung. Ich denke, wir sollen immer versuchen, neutral zu bleiben, wenn wir über etwas berichten. Und ihr habt vielleicht gesehen, ich hatte am Anfang sehr viele Emotionen, weil das betrifft oder betraf mich zu hart und betrifft mich immer noch. Aber ich habe jetzt versucht, ein bisschen zu lernen, wie ich damit umgehe. Ja, also, dass ich nicht immer die ganze Zeit nur seufze und mich am Kopf fasse und denke, wie kann sowas gekommen sein? Das ist immer noch bis heute nicht vorstellbar für mich, aber wir lernen damit umzugehen. So, natürlich helfen wir weiterhin den Leuten. Heute wieder ein paar Ergänzungen am Ende. Wie immer, Andrew hat geholfen. Er bleibt, wie ich gestern gesagt habe, war so ein widersprüchliches Video. Er sollte gehen, und dann habe ich erfahren, dass er doch bleibt. Stand jetzt, er bleibt. Er muss jede Woche irgendwie vor Ort kommen und sagen, dass er da ist, dass er einsatzbereit wäre und jederzeit quasi abreisen könnte, wenn er müsste. Aber er wird jetzt morgen nicht eingezogen, was gut ist. Für mich auf jeden Fall, für seine Familie auch, für uns alle. So, das ist der Stand. Wir hoffen, also Kiew ist komplett frei. Zhytomyr ist auch so ein Gebiet in der Nähe von Kiew, ist auch komplett frei. Also die Streitkräfte der Russischen Föderation ziehen sich zurück. Wie es weitergeht, wissen wir nicht genau. Scheinbar haben die dann Sachen geplündert, auch von den ukrainischen Familien in den Häusern, haben diese auch abgeschickt. Wenn man Google-Geräte oder Apple-Geräte verschickt, dann kann man auch später die Location ermitteln, und irgendwie ist es jetzt rausgekommen. Scheint ein Riesenskandal zu sein, mal wieder diesbezüglich. Ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, zu viele Fakes. Und ich muss euch sagen, wenn ich diese Fakes höre, dann schaltet sich mein Kopf an, weil wenn ich, wisst ihr, ich weiß nicht, ob das, also ich bin auch ein Fan bei Basketball oder Fußball oder was auch immer, das habe ich immer wieder verfolgt. Und wenn ich dann höre, dass ein Wechsel möglich ist und dann doch nicht, und dann war, ich habe keine Zeit dafür, ehrlich gesagt. Und das ist mir zu langweilig und zu viel Blödsinn. Besser, was ist passiert, wer geht wohin, und dann kann ich damit leben. Und was könnte sein? Und das ist bei mir so ein bisschen mit den Fake News. Also könnte sein, dass es so ist, könnte es anders. Und irgendwie scheint es für mich wiederum, dass die Medien sich selbst pushen, ihre Popularität dadurch steigern oder was auch immer. Ich weiß es nicht genau, was da passiert. Also wenn ich etwas berichte, dann, also zumindest mit uns ist das jetzt so, also mit mir und mit euch, dass ich es selber entweder gesehen habe oder erlebt habe oder jemand kenne, der das live erlebt hat. Ja, also und habe auf jeden Fall hundertprozentiges Vertrauen, diesen Menschen zu sprechen oder zu interviewen. Ansonsten mache ich das nicht. Und deswegen habe ich auch Mathe gewählt. Nur so nebenbei. Und das ist für mich komplett das Gegenteil davon. Also irgendwie sagt jemand was, das erinnert mich ein bisschen an Mr. Trump. You got your facts, we got our own facts. Das ist schon ziemlich crazy. Also Fakten sind, glaube ich, für mich eindeutig und klar. Und wenn man dann irgendwie sagt, ja, aber das ist nicht so und anders, dann weiß ich nicht. Also, hartes Thema, Butcher. Wir werden das morgen nochmal versuchen zu finden. Wir haben das Video mit Galina und mit ihrem Sohn Renato. Und sie ist ja, wie gesagt, da mit ihrer Schwester und Mutter auch. Meryl hat versucht, auch zu unterstützen. Das ist ein Kumpel von David oder ein Bekannter von David aus Münster. Vielen Dank dafür auch von der Fachschaft mit den Sachspenden. Also wir haben Leute, die in Deutschland sind, die Ukrainer sind. Die haben momentan alles, also die ich kenne, aber es gibt bestimmt auch welche, die ich nicht kenne und die vielleicht doch nicht alles haben. Also falls ihr irgendwie also ich versuche hier vor Ort zu helfen, aber auch den Leuten zu helfen, die in anderen Ländern sind, wenn ich kann, mit Informationen oder mit Kontakten, mit Netzwerken, was auch immer geht. Also falls irgendjemand von euch das Bedürfnis verspürt, helfen zu wollen und nicht weiß genau wie, ich kann versuchen, den Kontakt herzustellen, zumindest mit dieser Galina oder mit Laura, die auch dann mit Wohnungen in Mönchengladbach oder Niederkrüchten hilft und so weiter und so fort. Also
Es scheint so zu sein, wenn sich eine Tür öffnet, dann öffnen sich dahinter auch viele andere und Leute wollen helfen, die sehen, dass wir wirklich ernsthaft meinen und wirklich dann sofort die Kontakte vermitteln oder anrufen und so weiter. Es ist wirklich schön. Also schön, dass es auch so international ist und jeder sich gegenseitig respektiert und hilft mit allem, was man kann und Menschen, die jetzt in der Lage sind, dass wir ihnen helfen, sind sehr dankbar und sehr gerührt. Und das ist super. Also ich finde, dann haben wir was richtig gemacht, wir alle. Ihr auch also indem ihr diese Informationen verbreitet oder schaut und paar Euro überweist oder ein paar Sachen vorbeibringt. Wir helfen uns alle gegenseitig und das ist su super so. Okay, genug von mir. Also bei uns ist ruhig, im Land nicht. Wir sind alle super müde, wir schlafen alle schlecht, aber wir versuchen positiv zu bleiben. Der Frühling ist gekommen, wir haben Sonne, die Natur wacht auf und wir hoffen sehr, dass sie nicht wieder bald einschläft und wir nicht mit ihr zusammen. Bis bald, ich gebe mein Bestes und ja, danke jedem für jede Art Unterstützung. Ciao, ciao. Hallo Freunde, wieder ein größerer Einkauf. Heute nur vier Familien, aber das reicht auch. Все, спасибо. Да, будьте здоровы. Если что-то надо еще, то вы обращайтесь. Да. Телефон. Хочу поделиться. Вот Николас и его жена здесь в этой комнате организовали вещи для всех приезжих с Украины. Тут у нас 4 семьи. Вот тут все вещи, которые можно брать на пользование. Вообще очень молодцы. Все вещи, вся обувь. Это детская комната для деток, которые могут играться тут. Я захожу в коридор. Там дальше тоже ставим. Это наша кухня, где мы можем приготовить кушать и тут покушать.